Guten Tag, wir befinden uns hier in der paläontologischen Präparationswerkstatt im Museum für Naturkunde Magdeburg. Vor mir sitzt Herr Trostheide, geologischer und paläontologischer Präparator hier am Museum. Herr Trostheide, das wissenschaftliche Sammeln, auch das Sammeln von Fossilen, erfordert auch die Arbeit eines Präparators. Und was macht denn der Präparator? Was für Arbeitsschritte gehören denn dazu? Ja, Arbeitsschritte gibt es viele, aber grundsätzlich ist es ja so, dass man im Gelände viele Fossilien schon sieht, aber viele sind eben nur angeschlagen, aufgeschlagen. Man sieht nur die Struktur, dass ein Fossil war, und das wird dann in der Werkstatt oder Präparation dann freigelegt mit verschiedenen Methoden. Und meistens ist es mechanisch, dass man einfach mit solchen, früher hat man das in der Hand gemacht, einfach mit einem Hammer und Meißel und einem Schaber. Und das hat sich natürlich weiterentwickelt. Ungefähr seit 30 Jahren gab es die ersten, gibt es heute solche Präparationswerkzeuge. Das sind einfache Pressluftmeißel, die also hämmern. Man kann das auch anschalten. Man hört das dann. Das ist also hier vorne ein kleiner Meißel, der hin und her geht wie ein Presslufthammer. Und dann kann man die Fossilien rausarbeiten. Natürlich nur am Mikroskop, damit man eine gewisse Qualität kriegt. Muss man die Sachen am Mikroskop präparieren, damit man es natürlich besser sieht. Und dann kann man das rausarbeiten, weil zwischen dem Fossil und dem Gestein oft eine Trennfuge ist, sodass man das dann freilegen kann. Ja. Da gibt es also verschiedene Methoden, das meiste ist halt die mechanische. Es gibt auch eine chemische Methode, dass man einfach bestimmte Gesteine wegätzt oder löst. Und man kann auch, wenn das Fossil härter ist wie das Gestein, die Sachen sandstrahlen. Das heißt, wir haben hier einen Sandstrahler. Ich mache mal Licht an. Hier guckt man mal das Mikroskop wieder drauf, dass man was sieht, und hat den Sandstrahler. Das heißt, hier kommt Luft rein, hier ist das Strahlmittel drin. Man kann also mit allen Strahlen, was durch die Düse passt. Düsen gibt es auch verschiedene Größen. Und dann kann man unter einem Abzug, damit man das Strahlgut nicht einatmet, das Fossil freiarbeiten. Ne? Oft wird das verwendet auch nach der chemischen Präparation, um Präparationsspuren wegzumachen und nochmal so einen feinen Hauch das Fossil freizulegen in die Ecken, wo man sonst mechanisch kaum reinkommt. Herr Trostheide, was halten Sie da eigentlich in Ihrer Hand? Ja, das sind ehemalige Permutgehäuse von Tintenfischen, so ähnlich wie ein heutiger Nautilus, die zusammen mit den Dinosauriern ausgestorben sind, sind allerdings hier aus dem Erdaltertum und sind eben die kammerte Gehäuse von Tintenfischen. In der letzten langen Kammer, die geht wer hier noch länger, hat dann die Krake drin gewohnt, und hier hat man halt verschiedene Kammern hintereinander, die mit Luft oder Wasser gefüllt werden können, dann kann das Tier oben oder unten schwimmen im Wasser. Also diese U-Boot-Methode. Ja. Und anhand der Form der Kammern kann man auch Art, Gattung des Tieres bestimmen, sodass man ungefähr das einstufen kann. Ja, und das Ganze muss eben freigelegt werden. Hier haben wir einen sogenannten Goniatitenkalk dazu. Hier sieht man auch schon, die weißen Sachen sind Fossilien, die man ja nur, ich sag mal, der Laie fast nicht erkennt, aber die man dann anschließend frei arbeiten kann. Und wie viel Zeit brauchen Sie dafür, um das Stück so fertig zu präparieren? Also es ist recht unterschiedlich von Stücken. Hier kann man etwa schätzen, ich habe es jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber so 50 Stunden etwa. 50 Stunden, um das in diesen Zustand zu bringen. Plus minus, ja. Lieber Herr Trostheide, das Stück, das Sie uns eben gezeigt haben, soll ja demnächst in der Sonderausstellung mit dem Titel Biominerale Palmut Spirale Schale zu sehen sein, in der es insbesondere um Weichtiere geht. Und meine Frage wäre nun, gibt es solche Fossilien häufig hier in Magdeburg und Umgebung? Und haben wir sowas auch im Bestand, das heißt bei uns in der Museumssammlung? Ja, wir haben sowas in der Museumssammlung. Denn der Untergrund von Magdeburg ist gar nicht so uninteressant von der Geologie her. Und die ältesten Schichten aus dem Karbon sind ähnlich alt wie diese hier aus dem Harz. Und da gibt es also auch in den Schiefern Funde von flachgedrückten
sogenannten Goniatiten. Die ersten Funde stammen schon von Willi Woltersdorf, der erste Museumsdirektor des Naturkundemuseums, schon beim Bau des Magdeburger Hafens. Und dann natürlich als letztes großes, als letztes großes Meer, was wir hier hatten, im Tertiär vor 30 Millionen Jahren, haben sich natürlich ganz viele am Strand, ganz viele Schalentiere, Schnecken, Muscheln, Austern und andere Sachen, Seeigel abgelagert, die man auch in den Magdeburger sogenannten Grünsanden finden kann, wenn Baustellen das mal aufgeschlossen haben. Lieber Herr Trostheide, gibt es denn auch Fossilien von Weichtieren, also Muscheln, Schnecken oder Kopffüßern, bei denen nicht nur die Kalkschale erhalten ist, sondern auch was vom Weichgewebe? Ja, grundsätzlich gibt es solche Funde, die sind natürlich absolut selten. Im Raum Magdeburg bei uns hier ist sowas mir nicht bekannt. Aber unter gewissen geologischen Umständen, wenn kein Fäulnisprozess eintritt, wenn das Sediment sehr fein ist, kann es sowas geben. Also in Süddeutschland, im Ölschiefer oder im Plattenkalk ist sowas durchaus bekannt, dass man auch Weichteilerhaltung hat. Lieber Herr Trostheide, Sie befassen sich ja nicht nur dienstlich, sondern auch privat als Sammler mit Fossilien, denken also viel über Fossilien nach und auch über diese langen geologischen Zeiträume. Und haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, was von Ihnen in 100 Millionen Jahren übrig bleiben wird oder was Sie sich wünschen, was von Ihnen übrig bleibt nach 100 Millionen Jahren? Das ist eine sehr kuriose Frage. Vor allem 100 Millionen Jahre ist ein Riesenzeitraum. Da wird Europa ganz woanders liegen. Und wenn, also die Chance ist ja eigentlich null, wenn überhaupt, sind vielleicht Zähne, die am härtesten am Körper sind, die überbleiben könnten, nachdem man mich dann fünfmal umgebettet hat in andere Erdschichten. Aber wie gesagt, da macht man sich relativ wenig Gedanken drüber, aber am meisten sind halt Zähne, weil die am stabilsten sind, die dann überbleiben.